Schade, dass mir die Seilrutsche nicht auch nach oben kann. Ja, so Fahrstuhl, ne? Ja. Meine lieben Zuschauer, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier auf dem Tor bin. Wow. Warte mal, wo mache ich denn die jetzt? Geht ja fast auf die Kuppel von Tangaroa. Ich, wenn ich da aufs Holz hupf, jetzt weiß ich es gleich. Okay, nee, man stirbt nicht. Nee, aber du kriegst einen Fallschaden trotzdem, glaube ich, ne? Bisschen. Ein Viertel. Mein Gott, ist das hoch. Sehr realistisch. Oh, ich sehe genau, wo ich stehe. Warte mal, aber F12. Wo stehst du? Und genau den Mond im Visier. So, ich bin ja hier. So. Okay, also das war jetzt das. Ich habe Baumaterialien holen müssen. Oh Gott, oh, nicht zwischen. Was ist jetzt? Leute, die Höhenangst haben. Boah, jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Ja. Und dann noch auf die Landseite. Du musst hinten abspringen, dann landest du im Wasser. Robert. Ja. Ach ja, ach so, ich dachte, wo soll er jetzt bauen? Wo zeigt er dahin? Ja, so. Ich wollte es schon da dran machen. Also wenn ich den Fußboden nicht streichen kann, dann machen wir doch mal einen Teppich. Wenn ich ihn nicht streichen kann, dann reiße ich ihn wieder weg. Genau so ist es. So. Damit hätten wir den Ballon auch ein bisschen gesichert. So, bloß ich bin verkehrt. Nee, ich müsste eigentlich. Eigentlich müsste es so stimmen. Was haben wir jetzt gemacht? Bin ich mal gespannt. Man kann an die Schrägen keine Seile dran machen, ne? Man kann aber unten drunter Seile machen. Das wusste ich gar nicht. Man kann unter die Plattformen kann man Seile machen. Das war mir auch nicht bewusst. Von hier aus schwebt die in der Luft, ist ja auch witzig. Schieß mich nicht ab. Das kam unerwartet. Wie ist das mit dem Unterbewusstsein? Schießt, weil ich gucke gerade, ich habe diese Lampe aufs Dach gepackt. Und weil ich so ein bisschen Pfiff haben wollte. Und die schwebt da jetzt in der Luft. Nur ganz leicht. Also von der Höhe ist das jetzt besser, ne? Mit diesem Ballon, denke ich mal. Da kann ich dann oben drauf das Dach machen. Gibt's noch so Schönes? Servus Jonas Prahl. Und danke für den Follow. So, dann könnte ich doch, also, ja, dann wird es jetzt hier meine Bude. Eigentlich wollte ich ja gar keine eigene Bude, aber irgendwie. Ist ja cool. Wie bist denn du auf die Idee mit dem Ballon gekommen? Keine Ahnung, das ist mir heute eingefallen, kurz vorm Stream. Eigentlich könnte ich mal versuchen, einen Ballon zu machen, der schwebt. Weil die Leiter unten soll dann ja eigentlich weg, aber... Also wie gesagt, hier innen drin ist das Muster für mich okay, aber von Weitem da flimmert das für mich. Das ist so. Ist vielleicht auch die Farbeinstellung vom PC. Das kann auch sein. Nee, bei manchen Sachen habe ich Probleme. Ich kann zum Beispiel auch kein Rot auf Blau lesen. Das verschwimmt mir auch. Kann ich durchs Fenster mit dem
Ding oder blaues LED-Licht kann ich nicht ab. Das, da sehe ich ja. Nur verschwommen. Was wolltest du jetzt machen? Mit der Rakete durchs Fenster schießen oder ja, was? Ja, hat geklappt. Schade, dass wir nicht sowas haben wie Sandsäcke oder so, was wir hier auch noch dran baumeln könnten an dem Ballon. Ja. Was könnte man denn da nehmen dafür? Genau, gucken. Anker. Sowas wie diese, weil die Blumenvasen zum Beispiel hängen ja zum Beispiel auch an der Wand. Ja, da. So, Hibiskusbäumler hätte die Form, ne? Ja. Ja, aber ob die hängen, das glaube ich gar nicht. Ah, verbaut. Ich Materialverschwende. So, okay, also dann. Na, ich freue mich da auch einmal drauf, hochzugehen. Hast du die Verbindung geschaffen? Bist du ein Vogel jetzt? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, da muss ich doch jetzt mal rutschen. Ich dachte, du hast Höhenangst. Ja, ich muss ja nicht hingucken. Das mach ich nur für die Zuschauer. Bevor ich dann jetzt da mein Dingensen weitermache. Einmal, kann man die Blätter färben? Nee, ne? Die Blätter, glaube ich, kann man nicht färben. Nee, nur das Gestell von diesen Palmwänden, die kann man färben. Also die, alles das Holzige von den Palmwänden. Jawohl. Guten Tag. Servus. Obwohl das Rutschen ging eben, weil ich habe nicht nach unten geguckt, sondern nur mich auf den Adler hier konzentriert beim Rutschen. Ich habe aber immer noch keine Vorstellung, was ich hier eigentlich noch bauen wollte. Also ich weiß, dass der Schwanz noch nicht ganz fertig ist, weil irgendwie fehlt dem Vogel ja irgendwas. Also Schnabel, Kopf, Flügel. Oh. Kommst du hier durchgeglitscht? Nee, kommst du nicht. Also so kommt man an. So kommt man an. Und dann laufe ich hoch, hupf auf die Schräge rüber und hupf hier rüber. Ja, das geht schon. In unserem Wal haben wir auch so mit so Lücken gearbeitet. Oh, nice. Nee, da mache ich ein Foto, wenn es dunkel ist. Jetzt, wo ich will, dass es dunkel ist, ist es hell, ne? Tja. Ich brauche ja auch noch ein Thumbnail, deswegen. Das ist echt nice. Ich rutsche jetzt auch immer rüber. Aber das ruckelt ein wenig zu arg. Ups. Okay. Daumen abgeschossen. Ist ja keine Taube, ist ja eine Möwe. Eine Möwe. So, okay, jetzt brauche ich nur bloß noch ein Seil. Wir kommen jetzt wieder runter. Bring ihn. Ah, da ist der Abgang. Du erwischst mich nicht mit der Rakete. Da gibt es ja auch so eine komische Waffenmod. Habe ich schon mal gesehen. Habe ich schon mal dem Sandman gezeigt, dass er weiß, worauf er sich da freuen darf. Aber auf 7 Days to Die freue ich mich morgen auch schon. Klopf, klopf, jemand zu Hause. Ich tu mal die Treppe kurz ausleihen. Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich glaube, das ist dein Haus, Biddy. Oh, ich wollte doch. Ach so. Genau, ich habe doch an deinem Haus habe ich doch die erste Verbindung gemacht. Und jetzt, das musste ich aber vorhin abreißen. Und jetzt habe ich es erneuert, weil von deinem Haus komme ich am schnellsten ins Restaurant. Genau, so. Ja, da habe ich ja, das war ja die erste Seilroute, die ich gemacht habe. Genau. Und mein Vogel, der hat dein Haus als erstes erreicht. Und da habe ich jetzt das Seil wieder neu gespannt. Naja, okay. Das ist schade. Na gut, das kann ich dann wieder wegreißen. Mache ich das dann? Außer ich streiche das. Oh, ich darf die Farbe. Bleibt die Farbe irgendwie gespeichert? Ah, da vorne, ne? Man hat immer die letzten Farben, die man eingesetzt hat, die sind gespeichert, ne? Oh, mit welcher Taste ging denn das, das in der Kiste komplett rüber zu switchen? Shift oder sowas? Mit Shift, ja. Weil wenn ich Shift drücke, werfe ich das weg. Aber normalerweise Shift und dann. Keine Ahnung, muss ich mich nochmal mit befassen. Weil ich glaube. Ne, ich lege ja auch immer Rennen auf Q. Vielleicht hängt das damit zusammen. Warte mal. Du machst Rennen auf Q? Ja, weil ich habe doch, deswegen kann ich doch auch schlecht mit Autos fahren, wenn, also mit Fahrzeugen fahren, wenn da das mit WASD zu steuern ist, weil ich so kleine Hände habe. Und Rennen kann ich auch nicht mit der Shift-Taste. Ah. Also ich habe, und deswegen lege ich mir immer das Rennen auf Q. Okay. Weil ich komme da absolut nicht hin. Also an die Shift-Taste zum Rennen. Steuerung. Aha. Servus, Le. Sabrina. Sie hat eine Message geschickt, die ich jetzt halt nicht lesen kann. Doch. Hier steht bei mir sogar drin, Gegenstand wegwerfen, linke Shift-Taste. Das habe ich aber nicht eingestellt. Obwohl es kann sein, dass er das da hingepackt hat, weil ich Q... Ja, sonst ist ja hier Q wegwerfen, warte mal. Vielleicht hat er die vertauscht. Warte mal, ich gehe mal in die Kiste. Dass ich jetzt mit Q, praktisch Q drücken muss zum... Nee, es geht auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, dann mache ich es halt einzeln. So. Boom, da muss ich mich nochmal, wenn ich bei mir alleine spiele, nochmal mit befassen. Dann wird das jetzt hier mal dunkel. Ich will ein Foto machen. Erst zu hell, dann zu dunkel. Oh, jetzt hast du deinen Turm auch noch in diesem Dings gemacht, in diesem... Wollt ihr mich jetzt ärgern? Nee, ehrlich, wenn ich da drauf gucke, ist mir schlecht. Ich kann da nicht hingucken. Guck halt nicht hin, das ist die Baustellenfarbe. Baustellenfarbe. Ja, rot-weiß, ja, stimmt. Ja, das ist rot-weiß, ist die Frankenfarbe, die Farbe für Österreich. Das ist Baustellenfarbe. Achtung, Gefahr. Die Hinweisfarbe. Oder gelb-schwarz auch, ne? Nee, das wird an diesem vom Weiten, an diesem gestrichelten liegen, dass das so, wenn ich nah dran bin, geht das.
auch weiße, rote Blutkörperchen. Genau. Jetzt habe ich das vergessen. Außerdem muss doch das zusammenpassen. Ich konnte doch da nicht Villa Kundebund auffangen. Außerdem die Leuchttürme, die sind ja auch rot-weiß. Aus welchem Grund wohl? Ja, aber nicht so eng, nicht so kleine Striche. So, das muss jetzt wieder weg. Wie die, dann musst du halt woanders hinschauen. Was muss ich? Woanders hinschauen. Woanders hinsehen. Ja. Ich bin gerade darüber, ich hänge noch hier an der Taste. So, jetzt bin ich mal aber gespannt, wenn... komme ich da jetzt oder nicht? Ja. Hat er vorhin nicht irgendjemand was von Steinchen erzählt? Hat die sich über... Hat er was im Chat geschrieben? Im ja, Chat? Genau. Ja, so. Ich hab mal, die kommt jetzt in den Spiel, nein. Hat sie nicht geschrieben, das Account? Nachgucken. Ja, Huhu, Bindel, ich bin gleich da. Genau. Na gut, sie wird schon sagen, wenn wir sie reinladen sollen. Oh. Was für ein Seegang. Habe jetzt alles erwischt? Wen hat's erwischt? Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich alles farblich erwischt habe zum Streichen. Ah. Und jetzt mache ich mal Tastenbelegung zurücksetzen. So, mal sehen, was er dann da. Riechen. Das geht wieder nicht. C-Fix. Linke Shift. Gut. Dann muss ich dann. Also manchmal ist er echt knifflig mit dem Bauen. Oh ja. Oh, Pitti, jetzt wird's Nacht. Jetzt wird's ja, ja, danke, weil ich hänge hier nämlich gerade. Ich hänge nämlich gerade in dieser Tasten. Ach, in der Tastenbelegung. Jetzt sprintet er nicht, weil ich da. Jetzt habe ich Holz mehr. Okay, warte mal. Kriege ich da noch eins hin? Hm. Ach, wer hat mir jetzt hier die Tür zugemacht? Oh, das ist schön. Da geht gerade der Mond mit auf. Da warte ich, bis der Mond in der richtigen Position ist. Und dann ist das noch romantischer. So. Ah, Thumbnail. So, jetzt brauche ich Holz. Ist geschafft. Das Schild, da ist. Wenn schon mal dunkel ist. Mal gucken, nee, das geht nicht, schade. Machst du Feuerwerk da oben am Turm? Ich war sie als Hebfeuer. Nice. Oh. Mann, dick. So, ich hoffe, ich schreibe jetzt das Wort Pavillon richtig. Pavillon? Pavillon. Glaube ich. Pavillon. Ich kann ja buchstabieren, wenn du magst. Ja, mach mal. Better. Ich würde Paula nehmen. Better. Anton. Wilhelm. Ida. Ludwig. Ludwig. Otto. Nordpol. Gustav. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben. So. Das ist fränkische Pavillon. Das war fränkisch. Fränkische Lautschrift. Pavillon.
Guten Appetit. Dankeschön. So. Sieht gut aus. Holz wollte ich. Oben ist auch noch Holz in der Kiste, wo da oben steht. Gesundheit. Oh, man kann auch während dem Fallen sogar ein ganz bisschen lenken. So, ich war immer noch bei der Tastaturbelegung stehen geblieben. Nee, warte mal, wie ist denn das jetzt? Ich habe ja... Wer hat sich da eingeloggt? Hallihallo? Guten Abend. Hallöchen. Grüß dich. Hallo. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die Lautstärke von Sternchen auf 100 habe. Nee. Ich muss Sternchen, sag nochmal was. Hallo. Ja, okay. Hallo. Ein bisschen leiser machen. Ich habe mich extra für euch beeilt. Das ist schön. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt wurde da bis zu mir gehen. Gemeinheit. Hier, Sternchen, komm mal her. Du hast doch so eine romantische Ader, wenn ich hier deinen Schickimicki-Palast angucke. Ich habe nämlich vorhin schon gesagt, du bist dieses typische Frauengehen mit der Mütter- und Dekoriererei. Das habe ich nicht so. Guck mal meinen Romantik-Pavillon an, ob du da. Mir fehlt da noch was. Lass mich doch erstmal hier reinkommen. Hallo. Hilfe. Du bist da schon drin. Nein. Erstmal orientieren lassen. Nicht im Spiel. Ach, nicht im Spiel. Ja. Und vor allem auch erstmal orientieren lassen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht, bis wir schon mal gecheckt haben, wieder wo wir sind? Ja, stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Einstellung. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Also er hat jetzt Sprinten... Wieder auf linker Shift-Taste. Und vor allem muss ich ja gucken, ob ich überhaupt das Bötchen finde. Bötchen ist gut gesagt. Ja. Nein, kann nicht beigetreten werden, weil ich hier keinen habe. Gucken wir mal. Das heißt... Gucken wir mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich zurück zur Einstellung. So, Moment. Ihr sollt mich nicht drauf haben. Zack, jetzt. Ich muss bloß die Liste immer finden. Weil ich habe hier 10 Fenster übereinander. Ja, ich muss das jetzt auch erstmal. Oh Gott, wie geht das? Hast du die Einladung gekriegt jetzt? Das wieder auf Q. Ah. So, bin mal kurz AFK. Jo. Jo. Und jetzt hat er. Wo finde ich nochmal die Einladungen? Bei 7 und dann auf. So, wenn ich jetzt Q drücke, macht er dann. Nein, jetzt kann ich da keine Leiter mehr hinmachen. Nee, das geht dann nicht. Ja, sag ich doch. Das geht nicht. Das kann ich so nicht lassen. Also muss ich das doch auf die linke Shift legen. Von was redest du jetzt? Ich bin immer noch bei der Tastaturbelegung, aber irgendwie, auch wenn er das dann umtauscht, geht dann linke Shift. Sternchen ist beigetreten. Hallo, Sternchen. Jonas, hast du ein Haustier? Nein, nicht mehr. Und nachdem meine Katze gestorben ist, habe ich gesagt, nie mehr ein Tier. Man hängt so sein Herz dran. Ja, das auch. Und dann was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Kann mir mal einer sagen, in den Einstellungen, was das heißt, dieser Haken bei der Steuerung... Sprint an aus, ich kann da keinen Unterschied feststellen. Na, dass du halt konstant sprintest. Nee, das ging bei mir nämlich eben nicht. Bei mir gibt's da keinen Unterschied. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das der Unterschied ist. Ich auch. Aua. Aua.
Rätsel. Muss ich erstmal wieder zurechtfinden. Die Fangnetze sind leer, glaube ich. Ich habe sie alle erwischt. Hast alle geklärt? Oh, du warst sehr fleißig. Du warst echt fleißig. Alter Schwede. Ja, jetzt geht's ja wieder. Du hast ja sehr viel Holz verbraucht und dann kriegt man auch wieder was rein. Was mache ich denn? Eine Kiste. Es sei denn, ihr habt noch Fangnetze versteckt irgendwo unterirdisch.